Starke Unwetter, Starkregen und ein steigender Pegel im Rhein sorgen dafür, dass viele Teile von Rheinland-Pfalz komplett unter Wasser stehen. An meiner Seite nun Michael Nichtern, Referent der Leitung vom Technischen Hilfswerk. Herr Nichtern, tausende Helfer sind bei dem Jahrhunderthochwasser gerade im Einsatz. Welche Aufgaben hat das THW? Das THW übernimmt in diesem Zusammenhang die Aufgabe der technischen Einsatzunterstützung für jene Behörden, die originär für die Gefahrenabwehr zuständig sind. Das sind im Regelfall die Feuerwehr, aber auch die für den Katastrophenschutz zuständigen Stellen. Und denen bieten wir im Rahmen unserer Möglichkeiten mit unserem großen Einsatzspektrum technische Hilfe an. Welche Gefahren gibt es im Einsatz im Hochwassergebiet? Nun, jede Einsatzstelle ist anders und genauso vielfältig sind natürlich die Gefahren. Es kommt immer auf die Einsatzstelle als solches an und auf den Ort. Deswegen sind unsere Helfer darin geschult, dass sie vor Ort eine Lageerkundung durchführen, die Gefahren bewerten und erst dann zur Tat schreiten. Weil der Helfer, der selbst Hilfe braucht, der kann anderen nicht helfen. Das ist für uns das Wichtige. Sie sprechen es gerade an, unter den Todesopfern waren auch bereits Helfer. Wie bereitet man sich dann auch mental auf so einen Einsatz vor? Das kann man nur im Rahmen von Gesprächen vorbereiten. Solche Unglücksfälle passieren leider Gottes immer wieder, obwohl unsere Helferinnen und Helfer sehr gut ausgebildet sind, sehr gut trainiert sind und darauf geschult sind, Gefahren selbst zu vermeiden. Aber wer sich natürlich in Gefahr begibt, um anderen zu helfen, der setzt sich diesen Gefahren noch aus. Vermeiden kann man es nie ganz, aber man kann sich nur durch Bewusstsein, durch Risikobewusstsein und durch stetiges Training darauf vorbereiten. Wie bereitet sich das Technische Hilfswerk technisch auf diesen Einsatz vor? Wir haben verschiedene Einsatzoptionen und verschiedene Fachgruppen, die es gewohnt sind, ein gewisses technisches Portfolio bereitzuhalten. Und das findet in regelmäßigen Übungen statt in den Ortsverbänden. Das fängt an bei dem kleinen Gerät mit der Rettungsschere oder mit dem hydraulischen Spreizgerät und geht hin über lang angesetzte große Übungen im Verbund mit mehreren Einheiten, wo auch mal solche Szenarien geprobt werden können. Wie können sich die Kommunen vor diesen Hochwassern schützen? Das wissen die Kommunen vor Ort natürlich am besten selbst. Die kennen ihren Bereich, die kennen die Gefahrenlagen vor Ort und haben das auf dem Schirm und nehmen dann dort die Aufgaben wahr. Und das Technische Hilfswerk bietet im Einsatzfalle dort technische Unterstützung an.